Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filmmuseums zu unserer Reihe Was tut sich im deutschen Film? Und ja, großartig, so viele Menschen hier zu einem ganz wunderbaren Film von einem Filmemacher, den wir, glaube ich, wirklich als Freund unseres Hauses bezeichnen können. Schon mal großen Applaus, dass er da ist, Lars Kraume, meine Damen und Herren. Ja, tatsächlich ist das natürlich berechtigt. Alleine der Start gegen Fritz Bauer hat 6 Lolas, deutsche Filmpreise gewonnen. Ein großartiger Frankfurt-Film natürlich auch. Und ja, aber da kommen wir gleich drauf, denn wie immer ist das eine Reihe in Kooperation mit EPD Film. Das ist Deutschlands führende Fachzeitschrift zum Thema Film. Und ja, Sie kennen das als Besucher dieser Reihe. Nach dem Film gibt es dann ein ausführliches Werkstattgespräch. In diesem Fall mit Ulrich Sonnenschein, der unter anderem auch für HR2 als Moderator tätig ist, aber eben auch für EPD Film schreibt und natürlich mit Lars. Und Sie haben dann auch Gelegenheit, Fragen zu stellen nach einer gewissen Zeit. Genau, was ist noch typisch für diese Reihe? Es gibt keine Werbung, wie bei uns nie, und dafür einen thematisch passenden Vorfilm. Und zwar ausgesucht von mir, also im Notfall können Sie mich dafür verantwortlich machen. Der ist jetzt 4 Minuten lang, der heißt The Big Brother State, ist aus dem Jahr 2007 von David Scharf. Und ja, den schauen wir uns jetzt vorweg an und dann habe ich die große Freude, Ihnen nochmal Lars vorzustellen. Also Film ab für den Vorfilm. Ja, 11 Jahre alt und vermutlich aktueller denn je, damals auch schon Preise gewonnen, aber gut. Ja, jetzt ist meine große Freude, Ihnen Lars Kraume vorzustellen. Er ist in Frankfurt aufgewachsen, hat dementsprechend hier eine große Verbindung zu unserer Stadt, hat großartige Filme gemacht. Bereits sein allererster Film Dunkel war ein großer Erfolg und Sie kennen sicher Filme wie Keine Lieder über Liebe oder vor allen Dingen auch Die kommenden Tage, ein wirklich richtungsweisendes Werk aus dem Jahr 2010 und natürlich der große Erfolg Der Staat gegen Fritz Bauer. Und wir sind sehr, sehr stolz, ihn jetzt nach seiner Berlinale Premiere hier in Frankfurt zu haben. Begrüßen Sie Lars Kraume. Hallo. Ich würde jetzt zu gerne wissen, ob wirklich irgendjemand keine Lieder über Liebe kennt. Wer kennt keine Lieder über Liebe? Das kann man nicht sagen, sowas. Okay, doch. Die Jungs von der EPD Film, klar. Also, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich war tatsächlich schon mal hier, wann war ich das letzte Mal hier? 2014, glaube ich. 2014, mit meiner Schwester, genau. Und ich bin nur jetzt hier, um zu beweisen, dass ich danach da bin für das Gespräch, weil eigentlich habe ich vor dem Film natürlich gar nichts zu sagen. Ich freue mich, dass ihr alle gekommen sind und dass ihr mich eingeladen habt. Und dafür habe ich Fragen, ne? Okay, dann schieß los. Erzähl mal, wie war das denn auf der Berlinale jetzt? Ich meine, es war wahrscheinlich ja, auch so ein gewisser Druck nach dem Riesenerfolg und dann die große Premiere. Ich glaube, im Zoopalast war es, oder? Nee, es war im Friedrichstadtpalast und es war schrecklich, weil die Berlinale voll stressig ist und halt so groß und überhaupt habe ich da studiert in Berlin und ich war schon ein paar Mal auf der Berlinale, aber immer so ganz gemütlich im Panorama, in dieser Nebenreihe, wo es einfach entspannter ist und diesmal war das irgendwie so ein Riesenrummel und ich war wahnsinnig angespannt und dann kam ich so ins Kino, du kommst also als Filmteam, kommst als letztes ins Kino und dann ist das halt so eine Riesenarena, der Friedrichstadtpalast und meine Söhne spielen da mit und deshalb war meine Frau und meine Söhne sind schon drin und so und die hatten mir vorher so viel gesagt, ja, von der Organisation und ich habe alles vergessen und komm so rein und werde so zu meinem Platz gebracht, bin schon total aufgeregt und da sitzt so ein Typ und neben mir meine Söhne und meine Frau ist nicht mehr da. Und dann habe ich so geguckt, die saß so 6 Reihen hinter mir, dachte ich, was ist denn das für ein Scheiß, jetzt sitzt dieser Typ hier neben mir und will mich gerade so rumdrehen und sagen, sag mal, und dann sehe ich, dass das Michael Müller, der regierende Bürgermeister war und war tierisch froh, dass ich mich angemotzt habe, warum er auf dem Platz von meiner Frau sitzt. Und den Rest des Films war ich dann so immer so... Hast du die Hand des Bürgermeisters genommen? Ich habe so freundlich versucht, so diesen breitschultrigen Auftritt wieder wettzumachen mit dem Film. Ich war einfach total angespannt. Aber die Reaktionen waren ganz gut, ne? Ja, die Reaktionen waren super, genau. Aber du hast ja gefragt, wie es... Ja, also so, die Reaktionen waren super und es war natürlich total toll, den Film da zu zeigen. Und so, der Start gegen Fritz Bauer, der Film, den ich davor gemacht habe, der lief der hatte Premiere in Locarno und das war irgendwie, das war halt wahnsinnig entspannt, weil da waren... Das war einfach nicht so, das ist halt nicht meine Heimatstadt und so. Da kommen auch nicht alle Leute, mit denen ich studiert habe und sagen dir direkt nach dem Film, ja, ist ganz schön geworden, aber sag mal mit dir. Und dann hast du, oh, jetzt kann ich doch jetzt nicht mit dir über Filme reden. Ja, hier kommen die Leute, mit denen du aufgewachsen bist. Ja.
Nein, ja, also. Gut, jetzt ist ja auch schon wieder, jetzt läuft er ja schon 3 Wochen, jetzt bin ich, kann ich leichter, jetzt kann ich leichter über den Film sprechen, das geht halt dann so am Abend nicht. Du hast uns jetzt einen wunderbaren Ensemblefilm mitgebracht, wirklich toll besetzt. Auch willst du uns was vorweg noch mit auf den Weg geben? Es ist ja auch ein bisschen historisch, oder spricht der Film für sich? Also, ja, also ich kann, eigentlich ist es blöd vor dem Film, aber klar, also der Film beruht auf einer wahren Geschichte, 1956 in der DDR passiert. Nicht da, wo er jetzt spielt. Der Film spielt in Stalinstadt, heute Eisenhüttenstadt. Er ist in einer Kleinstadt 80 Kilometer entfernt davon passiert, diese Geschichte. Aber das erzähle ich alles besser danach, wenn wir den Film gesehen haben. Nee, und ansonsten hoffe ich, dass der Film sich selber erklärt. Ich finde es selber total blöd, wenn ich im Kino sitze und denke, okay, das muss ich jetzt mal schnell googeln. Was war nochmal Stalinstadt? Oder halt so im Gedächtnis kramen muss. Wie war das jetzt nochmal genau? Ich hoffe, dass der Film sich selber erklärt. Wenn nicht, dann müssen Sie mir hinterher Fragen stellen. Ich kann Ihnen versprechen, das wird er tun. Großen Applaus, Lars Kraume, und bleiben Sie sitzen bis nach dem Film. Dankeschön. Es lohnt sich für das Gespräch. Ja. Danke dir, Lars. Film ab, das schweigende Klassenzimmer. Vielen Dank. Achso, willst du hier sitzen? Nein, alles gut. Ungewohnt von diesem Platz aus, aber trotzdem herzlich willkommen. Schön, dass Sie noch da bleiben zu unserem kurzen Gespräch. Im Anschluss sind Sie dann aufgefordert, Ihre Fragen zu stellen. Jetzt erstmal komme aber ich exklusiv sozusagen. Frankfurt ist sowas wie deine Heimat. Du bist hier in der Umgegend aufgewachsen, 1973 geboren. Ist das die nötige Distanz, die man braucht, um so einen historischen Stoff zu verfilmen? Räumlich und zeitlich? Du meinst, weil ich nicht daherkomme? Ja, und weil du auch eine ganz andere Generation bist, natürlich. Ja, ja. Keine Ahnung, jetzt haben Sie ja gesehen, jetzt ist das ZDF beteiligt. Zunächst waren wir mit dem Projekt bei der ARD und die waren der Meinung, dass mir der nötige Stallgeruch fehlt für eine Geschichte aus dem Osten. Das war der O-Ton. Ich weiß nicht, die fanden, ich war zu weit weg davon. Es ist ja ein bisschen so, tatsächlich ist es natürlich irgendwie nicht so leicht, sich in die 50er in der DDR so hineinzuversetzen. In diesem Fall ging das natürlich alles über Dietrich Gasker, der das Sachbuch geschrieben hatte, der eben der Erste aus dieser Klasse war, der geflohen ist. Der spielt im Grunde im Film Kurt. Dietrich wurde eben sozusagen als Redelsführer verraten, ging dann weg und hat dann 89 oder Anfang der 90er, glaube ich, nach dem Mauerfall angefangen, dieses Buch zu schreiben. Das kam dann vor 12 Jahren raus. Und genau, durch seine Erzählungen und durch seine Lektorate von meinem Drehbuch habe ich dieses Drehbuch geschrieben. Könnte man sagen, dich rettet sozusagen die sogenannte wahre Geschichte, wenn man sich zurückerinnert, Florian Henkel von Donnersmarck wurde sehr kritisiert dafür, dass er als Westler eine Ostgeschichte erzählt, und zwar eine fiktionale Geschichte. Du hast sozusagen die Wahrheit im Rücken. Ja, also es ist tatsächlich interessant, Das Leben der Anderen ist ein interessanter Film, weil er sozusagen als Thriller, finde ich, genial ist, als wenn man den Anspruch erhebt, dass er sozusagen die DDR und dieses Stasi-System genau erzählt, dann ist er natürlich eine Provokation auch für die Leute, die es erlebt haben. Mhm. Deshalb stimmt natürlich beides. Der Film ist großartig und auf eine gewisse Art auch wieder nicht. Hier ist es tatsächlich so, dass ich ein bisschen Angst hatte, wie der Film im Osten aufgenommen wird. Einfach, ja, tatsächlich, weil es natürlich viele Leute gibt, die nur darauf warten, dass ein Typ wie ich aus dem Westen kommt und denen erklärt, wie ihr verschwundenes Land funktioniert hat. Aber es ist tatsächlich eben so, dass ich mich da auch ein bisschen als Werkzeug für Dietrich Gasker empfinde, dessen Geschichte ich sozusagen auf die Leinwand bringe, was er halt nicht kann. Er konnte sie aufschreiben, aber konnte halt keinen Film daraus machen. Ich habe eben diese filmische Übersetzung gemacht. Und er ist im Osten dann auch gut angenommen worden. Das war mir schon wichtig. Es gab dann viele Leute, sozusagen viele ältere Leute im Publikum, die dann irgendwie sich auch zu Wort gemeldet haben. Es gibt die wahnsinnig lustige Geschichte, dass wir, ich glaube in Dresden war es, meldete sich so eine alte Frau und sagte, ich muss mal eins sagen, ich bin mit gemischten Gefühlen hier ins Kino gekommen. Ich habe nämlich 56 in Stalinstadt Abitur gemacht und da war überhaupt nichts. Ja, weil das eben in Storkow war. Sagte, ja, das ist okay. Ich habe mich nur gewundert. Also sie wusste gar nichts von der Geschichte. Ja, ich wusste zumindest nicht, dass wir das in eine andere Stadt gelegt haben. Ja. Dietrich Gasker hat diese Geschichte aufgeschrieben. Natürlich hat er auch den Titel gefunden. Deshalb müsste ich ihn das eigentlich fragen. Kann ich nicht. Bist du Erich Kästner-Fan?
Ja, ich finde Erich Kästner super, habe ich meinen Söhnen vorgelesen. Und? Aber der Titel, den hat sich tatsächlich Dietrich ausgedacht. Ich bin mir gar nicht sicher, ob er das war oder wahrscheinlich war er das. Ja. Also es bezieht sich auf jeden Fall auf das fliegende Klassenzimmer. Ja. Was ist eigentlich in diesem Film wirklich? Es ist keine philosophische Frage, weil was wirklich ist, kann man nicht beantworten. Aber was ist sozusagen der Wahrheit geschuldet und was der Inszenierung? Also da ist ja nicht alles so übernommen, wie es gewesen sein muss, sondern es gibt eine Dramaturgie, die der Film verlangt. Also was sind die Elemente, die nicht der Geschichte verpflichtet sind? Ja, klar. Also es gibt natürlich, also es gibt eben dieses Dilemma als Filmemacher bei der Adaption von wahren Geschichten, dass man zwischen der historischen Genauigkeit einerseits und der dramatischen Dichte, die ein Kinofilm braucht, andererseits irgendwie ständig hin und her bewegt. Und das war bei meinem Film davor, Der Staat gegen Fritz Bauer, auch schon so, dass man die Sachen natürlich verdichten muss und dramatisieren muss. Vor allem gegen Ende muss ein Film halt immer kurzatmiger werden und sich zu einem Höhepunkt verdichten. All das ist natürlich irgendwie künstlich. Aber bei mir ist es immer so, ich habe das Gefühl, wenn sie rausgehen und die Geschichte ihren Bekannten erzählen und nichts Falsches erzählen, dann ist es gut. Wenn sie natürlich jetzt rausgehen würden und sagen würden, ja, und dann sind die alle hingerichtet worden, dann wäre das natürlich irgendwie übers Ziel hinausgeschossen. Der Dietrich hat mich immer zurückgepfiffen, wenn ich beim Dramatisieren und beim Fiktionalisieren zu weit gegangen bin. Und hier ist es im Grunde so, die Ereignisse sind alle so gewesen, sie waren eben nicht in Stalinstadt, sondern in Storkow, der Minister ist gekommen, es gab diese Untersuchung, es gab einen Verrat, es gab den Ersten, der geflohen ist und am Ende ist die ganze Klasse sozusagen aus Solidarität dann auch gegangen. Was komplett fiktiv ist, sind alle Biografien. Also diese ganze, der ganze Rot... 53 und die Brigaden 53, und so. Der Rotfrontkämpfer, diese ganze, also die ganzen Biografien, die ja sozusagen mich, also die mir helfen, den Film zu machen, den ich eigentlich machen will, nämlich einen Film über die Transformation Deutschlands nach dem Horror des Dritten Reichs zu einer neuen Gesellschaftsordnung oder neuen politischen Ordnung. Das, was ich eben schon bei Fritz Bauer im Westen gemacht habe und hier im Osten, das ist quasi fiktiv. Und im Grunde sozusagen natürlich eine Kompression von dem, was der Dietrich in den ganzen Biografien, die er in seinem Buch ausbreiten kann, auf 250 Seiten, eben Platz hat, muss ich natürlich hier an 3-4 Figuren sozusagen zusammenschieben, dann, weil wir einfach nur diese 3-4 Figuren natürlich kennenlernen. Also so ähnlich wie bei Fritz Bauer ja der junge Staatsanwalt eine erfundene Figur war, die in der vieles kulminiert, was man sonst nicht erzählen könnte, hast du hier also auch die Verhältnisse sozusagen übertragen in einzelne Figuren. Genau, also Gasker beschreibt eben von die Biografien der verschiedenen Lehrer und Eltern, die eben dann zurückreichen, natürlich ins Dritte Reich, in den Arbeiteraufstand, in die Gründung der DDR und so. Und die muss ich halt hier irgendwie zusammenfassen. Wie weit hast du denn mit Gasker zusammengearbeitet oder wie weit hast du auch noch andere Mitschüler einbezogen in deine Recherchen? Naja, also es war so, dass das Sachbuch erschien vor 12 Jahren. Und als es rauskam, hat die deutsche Filmbranche sofort die Verwandtschaft zu einem sehr berühmten Peter Weir-Film, Der Club der Toten Dichter, gesehen. Und alle wollten die Rechte an diesem Stoff haben. Und ein befreundeter Produzent gab mir das zu lesen und sagte, hier, guck mal, das wäre doch was, das können wir machen. Und so. Und dann habe ich das gelesen und gesagt, ja, zu der Zeit habe ich eben Die kommenden Tage gemacht, eine Zukunftsdystopie und war überhaupt nicht, 50er haben mich irgendwie gar nicht interessiert. Und dann habe ich gesagt, nee, also ist eine spannende Geschichte, aber will ich nicht machen. Und dann lag das so bei mir im Regal und 7 Jahre später, als ich einen Fritz Bauer geschrieben habe, dachte ich, eigentlich ist es schon eine tolle Geschichte und es wäre eben tatsächlich so wie die Kehrseite der Medaille, die andere Seite Deutschlands. So. Also eigentlich würden die beiden Filme wahnsinnig gut zusammenpassen, dann habe ich sie auch beide parallel geschrieben. Aber in der Zwischenzeit hatte ein anderer Drehbuchautor versucht, das Projekt zu schreiben und der hat tatsächlich alle Zeitzeugen, es gibt noch 15 aus der Klasse, und der hat versucht, so viele Leute wie möglich zu treffen und zu interviewen und war einfach nicht fertig geworden. Es lag meiner Meinung nach, könnte es daran liegen, dass natürlich 15 Leute auf so ein einschneidendes Erlebnis mit so vielen Jahren in der Vergangenheit auch 15 unterschiedliche Filme im Kopf haben, Erinnerungen und so. Das ist natürlich alles, es gibt da eben keine objektive Wahrheit zu. Und ich habe dann eben gesagt, okay, ich rede nur mit Dietrich Gasker, weil ich eben einen Fokus brauche und er hatte das Buch geschrieben, er hatte auch die Stasi-Unterlagen recherchiert und so und ich habe gesagt, ich rede einfach nur mit Dietrich. Und der war dann schon richtig wichtig, der hat dann alle Fassungen gelesen
Aber die anderen habe ich eben erst getroffen, als der Film fertig war. Und hat er sozusagen auch die Inszenierung begleitet? Also die Sets, hat er gesagt, nee, da kann keine Uhr gehangen haben, weil sowas gab es damals nicht. Oder nee. Die Markise an der Schule, die mir schon so ein bisschen wie Ferienheim vorkam. Gab es da jemanden, der gesagt hat, nein, das war in der DDR nicht möglich? Ja, aber das ist nicht Dietrich. Dafür gibt es natürlich einen Szenenbildner, der das Projekt macht, oder eine Kostümbildnerin oder so. Das ist auch einfach, das kann man nicht als Laie machen. Also weil einfach der Drehablauf zu komplex ist, auch zu stressig. Das muss man wissen, wie das geht und so. Das machen die Leute auch selber. Ich meine, der Szenenbildner Olaf Schiefner ist selber in der DDR groß geworden. Zumindest als Junge kannte er das noch. Die sind dann irgendwann in den Westen gegangen. Die haben da schon dann auch viel eigene Ideen reingebracht oder Erinnerungen. Gab es denn Feedback von diesen überlebenden Klassenkameraden, nachdem die, haben ja wahrscheinlich den Film gesehen, so schnell sie konnten, oder gab es da Kontakt? Ja, wir haben sie dann eingeladen, als der Film fertig war und jetzt bisher haben ihn vielleicht so, also vielleicht haben ihn alle gesehen, gesprochen habe ich mit, würde ich mal sagen, mit 8 von diesen 15 Schülern und die sind alle sehr, sehr einverstanden mit dem Film, waren sehr, sehr berührt und konnten damit viel anfangen. Also die sehen natürlich sozusagen die Punkte, wo der Film in eine Fiktion abweicht. Es hat nie einer den Lehrer den Leiter der Gesellschaft für Sport und Technik über den Haufen geschossen. Aber der Typ war halt so ein alter Nazi, hätten sie halt gerne. Im Film passiert das dann, dramatisiert sich dann dahin zu diesem Amoklauf. Aber das sehen die natürlich alle, aber sie sagen, der Film gibt vor allem die Angst wieder und die Ohnmacht, die sie verspürt haben und natürlich auch die Intensität, die sie verspürt haben, als sie diesen Schritt gewagt haben, einfach in ein Land zu gehen, das sie nicht kennen, ihre Eltern, ihre Familie den Rücken zuzukehren und nie wieder zurückkommen zu können und so. Die wichtigen Sachen sind alle drin. Es ist ja im Grunde auch ein Film über das Scheitern einer jungen Utopie. Wir haben 56, 53 war der erste und einzige Aufstand in der DDR, bevor dann die Mauer fiel. Wie war die Sensibilität damals im Staat? Wie hast du das empfunden für dich als Nachgeborener und wie hast du es recherchiert? Also die wichtigste Recherchequelle war natürlich einfach immer das Buch und Dietrich, habe ich schon gesagt. Und dann gibt es natürlich eine ganze Menge Bücher, in denen man einfach mal diese Anfangsjahre der DDR mal nachlesen kann. Wie ist die SED gegründet worden? Was gab es noch für Parteien? Wie funktionierte das politische System? Und auch, wie reagierte die DDR auf sowas wie den Ungarnaufstand, der im Kontext dieser Tauwetterperiode Khrushchevs entstehen konnte, also dass eben nach Stalin man eben eine Politikwechsel hatte in der Sowjetunion und plötzlich erst die Polen, dann die Ungarn sich zu diesem Aufstand trauten. Und all das kann man natürlich relativ schnell und einfach recherchieren heutzutage. Was ganz interessant noch war als Recherchequelle, waren die Filme der Zeit, vor allem die Verbotenen. Also sowas dann ein bisschen später. Es gibt einen Film, der Anfang der 60er gedreht wurde, der heißt Carla. Handelt von einer Lehrerin, einer Jungen, die eine Abiturientenklasse in Greifswald leitet und die ganz ähnliche Probleme hat Anfang der 60er. Und diese verbotenen Filme der DDR, in denen man so sehen kann, wie sozusagen um die Utopie des Sozialismus gerungen wird, wie jeder Einzelne in diesen Geschichten oder auch in sowas wie Spur der Steine, der ist wahrscheinlich bekannter, oder in Berlin-Ecke Schönhauser, also wie sozusagen um diese junge Gesellschaftsform da gerungen wird. Das waren irgendwie interessante Quellen für uns. Und man kann an diesen verbotenen Filmen, es gibt so eine ganze Box, verbotene DEFA-Filme, die ist vor ein paar Jahren rausgekommen, kann man wahnsinnig toll irgendwie nachvollziehen, so ein bisschen, oder sich versuchen vorzustellen, wie das Land zu welcher Phase so war. Es gibt im Film immer wieder Momente, wo vorsichtig und auch nicht besonders laut der Film aus seiner Zeit gelöst wird. Also da gibt es eine Szene, wo gesagt wird, jetzt komm mal da runter. Das ist sehr nah an dem komm mal runter. Also wie gegenwärtig soll so ein Film sein? Na gut, also jeder historische Film, wenn man ihn macht, finde ich, muss immer in der Zeit, in der man ihn macht, irgendwas zu sagen haben, weil sonst ist es eine Geschichtsstunde und das funktioniert, finde ich, alleine im Kino nicht. Dann kann man ja einfach das Buch von Dietrich lesen, da steht das ja auch alles drin. Und es muss sozusagen als
Kinofilm funktionieren und zwar in der Zeit. Und in diesem Fall, also, und das kann natürlich funktionieren, indem man etwas findet in der Geschichte, was extrem gegenwärtig ist, wie zum Beispiel jetzt gerade bei der Verlegerin von Spielberg, wo man ganz klar sozusagen den direkten Kommentar auf Donald Trumps Medien- und Journalismus-Bashing irgendwie sieht. Und es kann aber natürlich auch, wie in diesem Fall, finde ich, was Zeitloseres und Archaisches sein. Das hier ist ja eine Geschichte, die ganz grundsätzlich von dem Wert von humanistischen Werten wie Solidarität und Meinungsfreiheit, dem Wert von Meinungsfreiheit irgendwie erzählt. Und das kann man natürlich, das hat natürlich in unserer Zeit stellt das genauso einen Wert dar, wie wahrscheinlich in vielen Dekaden und auch schon vor vielen Jahren. Und dieses archaische Zeitlose in dieser Geschichte, in dieser wahren Geschichte, prädestiniert sie, finde ich, zur Adaption für ein Drama. Das ist das eben, was Dramen können. Uns ein Schlüssel für einen Aspekt des Lebens geben. Und deshalb fand ich diese Geschichte eben groß genug, um sie als Kinofilm zu adaptieren. Aber sie muss tatsächlich, finde ich, immer irgendwas in ihrer Zeit, also sie muss in ihre Zeit passen, sonst kann man sie nicht machen. Ich würde noch eine Sache zu dieser Utopie, zu der Frage davor sagen. Ne? Deshalb sind wir übrigens nach Eisenhüttenstadt gegangen, also damals Stalinstadt. Und es war uns unglaublich wichtig, dass der Film so ausreichend differenziert ist, dass man auch ein bisschen versteht, dass es ein Land gab, in dem diese Leute eigentlich leben wollten, bis zu dem Moment, wo eben das Problem mit dieser Meinungsfreiheit auftaucht. Also weil die Geschichte an für sich natürlich erzählt, dass die DDR eine Tyrannei war. Und das ist ein bisschen natürlich auch längst erzählt. Aber eben dieses Jahr 56 oder diese Zeit Ende der 50er, bevor die Mauer gebaut wird, da ist eben Stalinstadt eine wahnsinnige Fortschrittsstadt. Deshalb heißt sie auch Stalinstadt, weil die da so stolz drauf waren. Die Leute hatten Arbeit, es gab eben dieses Stahlwerk, es gab diese wahnsinnig interessant gebaute Planstadt, in der es eben Lebensbedingungen gab, die Stahlkocher im Westen nicht hatten in der Zeit. Und diese Idee, dass der Sozialismus einmal, nachdem er in Deutschland schon so oft gescheitert war, einmal sozusagen Realität wird, das sollte zumindest am Anfang in dem Film auch ein bisschen drinstecken. Deshalb fängt das auch an mit diesem lichtdurchfluteten Herbst und dieser John Barry-artigen Musik, die da drauf liegt und so. Das ist eben, eigentlich ist alles okay, bis die auf die Idee kommen, ihre eigene Meinung zu haben, und dann ist halt nicht mehr so. Aber ist es nicht eigentlich viel spannender, in einer völlig unbedeutenden Kleinstadt wie Storkow so eine radikale und drastische Reaktion auf doch eine sehr geringe Aktion des Widerstands? Naja, also man könnte... Also ohne diesen ganzen Unterbau von Stalin und Stolz und Vorzeigesozialismus und so weiter. Ja, findest du vielleicht. Ich finde, es ist erstaunlich, dass der Minister dachte, die Konterrevolution könnte aus Storkow kommen. Ja, das finde ich auch erstaunlich, deswegen. Ja, aber das ist ja bei dem Film, wenn du das in einem Publikum heutzutage sagst, ich meine, sie kennen Storkow nicht, ich kenne das. Wenn man da ist, denkt man irgendwie, der spinnt. Warum fährt er da hin, warum macht er das? Und vor allem, wenn man das Gefühl, also man kann da einfach nicht mehr historisch drehen, da ist halt alles bunt jetzt und an jeder Ecke ist ein Netto. Aber wenn man und den Stalin und da halt nicht, das ist halt ein Denkmal da alles, aber man kann es fast nicht glauben, dass der Minister das gemacht hat, und man würde tatsächlich, es ist ja so schon, die machen ja so schon aus einer Mücke einen Elefanten, und wenn man das jetzt noch in Storkow gedreht hätte, dann hätte man wahrscheinlich gesagt, also okay, schräges Verhalten. Deine beiden Söhne spielen, Karl und Jakob spielen die Brüder von Theo. War das ein Familienprojekt aller Til Schweiger? Ja. Ja, also die müssen wir erstmal drüber nachdenken, über das Lustigste einfach. Okay, egal. Also die beiden sollten, da habe ich mir irgendwie ein Ei ins Nest gelegt. Jetzt wollen die natürlich Schauspieler werden. Ich dachte nur, mir fällt es leichter, die zu inszenieren, als eben fremde Kinder, die natürlich dann irgendwie nicht wissen, wer ich bin und so. Und ich dachte, die fanden das auch total schön. Die waren total verliebt in diese ganzen jungen Schauspieler. Die sind ja wie große Geschwister für die. Waren dann zwei Wochen am Set. Irgendwann kam meine Frau und da war der Zwölfjährige war dabei und lernte vom Leonard Scheicher, von seinem Filmbruder, wie man Zigaretten rollt. Und da meinte meine Frau, ob sich jetzt ein bisschen weit geht.
Nachfrage dazu. A, braucht es überhaupt diese Geschwister eigentlich ja nicht? Und wenn es sie braucht, was kannst du vermitteln? Was kannst du so kleinen Kindern vermitteln von dieser Geschichte, die ja für Erwachsene absurd ist? Wie kann sie für plausibel werden für 9- und 12-Jährige? Naja, also die Geschwister brauchst natürlich, weil das ist ja das Extremste, was diese Schüler riskieren, ist eben der Verlust ihrer Familien. Mhm. Wenn du die, es gibt auch noch, der ist rausgeschnitten, es gab noch einen relativ großen Subplot, auch um Lenas Familie, eben diese blinde Oma, die Mutter in Schweden und so, also diese ganzen Familiengeschichten und das, was die alle zurücklassen, Geschwister, Väter, Mütter, Omas, Freunde und so weiter, das ist ja das, was sie bereit sind zu riskieren und zu opfern für ihren Freiheitswunsch. Und deshalb brauchst du diese Jungs, ist ja klar, dass der Theo nicht weg will. Der hat seine netten Brüder, der hat seine nette Mutter und seinen meistens auch netten Vater. Und so, und das, deshalb sind diese Familiengeschichten so wichtig. Und die Jungs sind, das ist interessant, die kennen den Film natürlich, die kennen sowieso, die gucken relativ viel Filme, muss ich sagen. Und aber die haben das auch total verstanden. Ich habe den auch anderen, als ich nicht nur meinen Söhnen gezeigt, sondern auch Schulvorstellungen. Ab der 6. Klasse kann man den Film auf ganz unterschiedlichen Arten lesen. Ne? Die meisten Sechstklässler sehen einfach so einen Penela-Film mit sehr bösen Lehrern. Und wenn sie dann älter werden, verstehen sie immer mehr über die historischen Kontexte und dann wird der Film natürlich immer komplexer. Aber man kann den schon gut gucken mit 9. Man kann den gucken, aber was muss man den Kindern beibringen, um in dieser Rolle zu funktionieren, um in diesem Zusammenhang zu funktionieren? Man erzählt ihnen einfach gar nichts weiter Politisches. Doch, also ich habe denen natürlich, aber ich meine, sie sind halt meine Söhne, ich habe denen also natürlich erklärt, was der Unterschied zwischen Kommunismus und Kapitalismus ist und so. Man muss denen natürlich ein bisschen was erklären, aber im Grunde jetzt auch nicht so kompliziert, die sind ja nicht doof, die sind ja nur jung. Okay. Ansonsten gibt es einen ziemlich breiten Ostcast, Jördis Treibel, Florian Lukas, Ronald Zehefeld, Michael Gwistek, also Leute, die tatsächlich wissen, was sie tun. Das ist eine bewusste Entscheidung gewesen, ja, stark aus dem Osten zu casten. Genau, das war ein Konzept der Casting-Agentin, die immer gesagt hat, lass uns Leute nehmen, die im Osten irgendwie groß geworden sind, weil die natürlich alle auch was dazu beitragen können. Und selbst wenn es nur Details sind, aber die machen natürlich die Sache dann auch komplexer. Und der Einzige, der nicht aus dem Osten ist, ist Burkhard Klausner. Aber das ist einfach, weil man natürlich, wenn man einen Burkhard haben kann, dann besetzt man ihn natürlich. Ist dann egal. Außerdem ist der alt genug, der weiß auch so genug über den Osten. Der ist sozusagen das Verbindungsglied zu Fritz Bauer. Zu Fritz Bauer, ja. Genau. Und ich meine, die Parallele, du hast sie jetzt selbst öfter schon gesagt, die liegt halt auch darin, Widerstandsfiguren zu inszenieren. Ist das jetzt sozusagen eine neue Linie von Lars Kraume, zu gucken, wo sind die Widerstandsfiguren in der deutschen Geschichte? Weiß ich nicht. Also auf jeden Fall, also Rebellen im Film ist ja sozusagen, das ist ja eins der Hauptmotive des Dramas grundsätzlich, die Rebellion. Und in diesem Fall sind es die deutschen Alltagshelden jetzt in beiden Fällen, die eben, wie gesagt, schon diese Transformation der Gesellschaft nach dem Horror des Dritten Reichs irgendwie thematisieren und die mich halt inspirieren. Das ist natürlich in Frankfurt Fritz Bauer eine unfassbar inspirierende Außenseiterfigur, die quasi sich total gegen den Zeitgeist dieser Verdrängung stellt. Und das ist neulich, kein Problem. Ich war neulich in der Philharmonie, da ist das jemand mitten bei Bartok passiert, das war viel schlimmer. Und die Ostgeschichte, genau, und diese Schülerklasse ist natürlich auch eine total inspirierende Alltagsheldengeschichte. Aber wie gesagt, der Rebell im Film ist natürlich. Ist ja nichts, was ich mir ausgedacht habe. Macht das Kino seit 120 Jahren. Der Gegner ist auch ein ähnlicher. Ne? Selbst trotz der Selbstaussage der DDR sind es faschistische Strömungen, gegen die da gekämpft wird. Ähnlich wie Fritz Bauer natürlich außerhalb seines Büros die Reste des Faschismus bekämpfen musste.
ja, der Faschismus und auch vor allem in beiden Fällen halt dieses Verheimlichen, diese stille Zeit der 50er Jahre, das ist halt das, was die Filme eigentlich, die spielen interessanterweise genau in derselben Zeit, also der hier 56, Fritz Bauer bekam den Brief, der ihn auf Eichmann aufmerksam machte, 57, das ist genau diese Zeit, in der eben man nicht in Deutschland über die Vergangenheit sprach und einfach nur nach vorne schaute und nur mit dem Wiederaufbau beschäftigt war in der einen oder in der anderen Form. Und das ist natürlich, also beide, wie gesagt, ich habe beide Filme parallel geschrieben. Ich habe jetzt, also wenn ich jetzt nicht noch einen Film über Österreich mache, habe ich jetzt auch keinen Teil mehr, den ich sozusagen nicht erzählt hätte. Aber die gehörten halt jetzt so zusammen. Sie sehen ja auch ähnlich aus. Nicht, dass Sie jetzt dasselbe Set hätten. Die DDR sieht schon anders aus als Frankfurt in den 50er Jahren. Aber in der Art, wie Sie gemacht sind, unterscheiden Sie sich doch sehr von Viktor Vogel, Commercial Man zum Beispiel. Das ist richtig. Lacht das auch am Budget? Der war teuer, der Commercial Man. Die Filme hier nicht so sehr. Nee, das hat einfach nur damit zu tun, das war mein erster Kinofilm vor fast 20 Jahren. Dazwischen habe ich fast 30 Filme gedreht. Also da hat sich halt einfach viel verändert. In der Technik oder in der Sichtweise oder in dem Umgehen mit dem Material? Also technisch hat sich viel verändert. Commercial Man ist tatsächlich noch auf 35mm gedreht. Diese Filme hier sind auf einer Alexa gedreht, also digital gedreht. Der Film hat tatsächlich sogar wieder ein Korn, was wir künstlich reinrechnen, damit der ein bisschen den Grid einer Filmemulsion imitiert. Einfach weil ich historische Filme, die auf so zeitgenössischen Medien gedreht werden, in ihrer Schärfe fast nicht ertragen kann, weil das alles so krass scharf ist irgendwie. Das ist aber bei Fritz Bauer auch schon drin, ne? Fritz Bauer ist, nee, der hat keinen Korn reingerechnet. Der ist ganz normal auf so einem, auf dem hochauflösenden Alexa-Material gedreht. Aber natürlich haben historische Filme ganz andere Vorgaben, ne? Also beide Filme sind relativ ganz klassisch, mit dem ganz klassischen Vokabular gemacht. Sie bestehen aus allen Einstellungsgrößen, die man so hat im Kino. Sie sind arbeiten ganz normal mit Montage, ist auch alles geplant, da sind Musikeinsätze geplant. Die Kamera bewegt sich, wird auf die Hand genommen, wenn sie an der Lebensfreude der Schüler teilnehmen muss. Und sie steht einfach auf dem Stativ, wenn es nichts zu wackeln gibt und so. Das ist ein ganz, ganz konventionell gemachter Film, so wie Fritz Bauer auch, der noch statischer ist, aber weil die Hauptfigur noch statischer ist, ist halt dieser hustende alte Mann. Und da steht die Kamera einfach nur da und guckt dem mal zu, mal nah, mal totaler. Da gibt es aber nicht viel, viel zu spielen bei diesen Filmen, finde ich. Bei anderen Filmen, wir haben vorhin über Keine Lieder über Liebe, das war ein Improvisationsfilm, den ich gemacht habe, ohne Drehbuch, über eine Band, zeitgenössisch, mit Jürgen Vogel, Heike Makatsch und Florian Lukas. Da ist alles auf einer mini-kleinen Digitalkamera gedreht und einfach so aus der Hüfte geschossen, weil der auch daherkommen soll, wie ein Mockumentary, wie so ein falscher Dokumentarfilm. Der Film, der Inhalt des Drehbuchs bestimmt das Vokabular, das man benutzt. Und mein Science-Fiction-Film ist wieder ganz anders fotografiert. Interessant ist ja, dass du bist jetzt mit diesem Film viermal für den Deutschen Filmpreis nominiert, eben auch für die Kamera. Und man könnte sagen, die beste Kamera ist die man nicht als solche wahrnimmt. Oder was ist die Leistung des Kameramanns hier? Also die Leistung dieses Kameramanns ist ganz bestimmt etwas sehr Rares, nämlich die absolute Bescheidenheit, hinter der Geschichte zu dienen. Das ist nicht so leicht zu finden. Es gibt so viel. Ich habe so ein Gespräch mit so einem Kameramann geführt auf so einer Party in so einer Küche und dann stand er so, weißt du, mich interessieren ungewöhnliche Kamerabewegungen. Wir fangen draußen an und reden so, wir schneiden nicht, sondern wir fangen draußen an und fahren durch die Küche und dann enden wir hier so auf der Wurst. Habe ich zu ihm gesagt, aber warum enden wir denn auf der Wurst, wenn wir uns unterhalten? Das ist doch total uninteressant. Aber der wollte halt was Besonderes machen. Und das will dieser Kameramann halt nicht. Er will halt irgendwie das erzählen, was da zu erzählen ist. Und nimmt sich wahnsinnig zurück und, also Jens Harrand heißt der übrigens, und der hat da für mich einen wahnsinnigen, also es ist was sehr Reifes, was man nicht so leicht findet, weil oft die Kamera sich dann auch wahnsinnig in den Vordergrund drängelt und ich das schlecht ertragen kann.
Die anderen Nominierungen sind bester Spielfilm natürlich, das kriegt dann der Produzent bzw. die Produzentin, bestes Drehbuch für dich und bestes Kostüm für Esther Walz. Rechnest du dir Chancen aus? Am 27. April übrigens wird es verliehen. Ich hoffe ehrlich gesagt, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn mein Kameramann wurde, mein Kameramann wird ständig gescholten für eben dieses konventionelle oder dieses klassische Vokabular. Und die deutsche Filmkritik, mit der ich oft hadere, ist immer ganz begeistert, wenn einer die Handkamera durch die Gegend schwenkt und als wüssten sie nicht, dass Griffith 1920 das erste Mal die Handkamera benutzt hat. Und das macht mich ganz rasend. Und deshalb freue ich mich sehr, dass der zum Beispiel nominiert ist. Und deshalb wäre es noch toller, wenn er ihn kriegen würde. Aber schauen wir mal, ich weiß nicht. Aber die Nominierung zahlt sich auch schon aus, ne? Das gibt auch schon Geld. Ja, Geld gibt es ja nur, das sind ja Projektfördermittel für das nächste Projekt, die gibt es nur für besten Film. Die Produzentin, die ganz schönes Risiko eingegangen ist und auch mit dem Film leicht over budget gegangen ist, die hat jetzt schon, die hat das Gap wieder finanziert, das Loch, das wir gerissen hatten. Du hast jetzt deine Spielfilme schon erwähnt, wo wir noch nicht drüber gesprochen haben, ist die Fernseharbeit. Du hast unglaublich viele Tatorte gemacht, 3 Folgen, KDD, Kriminaldauerdienst, meiner Ansicht nach die beste Krimiserie, die das ZDF gemacht hat. Dummerweise nur 2 Staffeln, dann haben sie den Mut verloren. Ist das sozusagen immer die Erholung vom Film-Kino-Business gewesen, jetzt mal zum Fernsehen zu gehen, wo alles in geordneten Bahnen läuft? Nee, das ist ja so, das Fernsehen ist ja der einzige richtige professionelle Filmbereich, den wir haben. Kino ist ja in Deutschland beruht auf der Energie von Einzelnen. Das ist ja nicht wie in Amerika. Amerika hat zum Beispiel halt eine richtige Filmindustrie. Da werden halt Leute, sind halt 15 Jahre Kameraassistenten und dann werden sie Kameramänner und dann so und dann werden sie irgendwann Roger Deakins oder so. Aber so ist das ja nicht in Deutschland, sondern in Deutschland ist das ganze Kinogeschäft ist ein wahnsinnig hart umkämpfter oder wahnsinnig auf der Energie von Einzelnen beruhendes Ereignis, Prototypen-Ereignis. Und das Fernsehen hat einen relativ stabilen industriellen Standard. Deshalb, wenn man als Filmemacher in Deutschland überhaupt leben will, es gibt ein paar Ausnahmen, die nur Kino gemacht haben, die sind wirklich sehr, sehr selten. Also inzwischen gibt es niemanden mehr. Selbst Maurice Bleibtreu hat inzwischen Fernsehen gemacht. Ja, ich glaube, Fatih Akin hat tatsächlich nur Kino gemacht. Es gibt so ein paar. Und das ist auch total toll. Tom Tykwer hat auch, der hat das auch Fernsehen gemacht. Aber gut, das gilt jetzt nicht. Diese Serien sind anders. Aber egal. Fernsehen ist eigentlich sozusagen etwas, was wir in Deutschland ja genauso betreiben wie unser Kinogeschäft. Ich habe ganz viele Filme für Mittwochsabend in der ARD gemacht. Die kennen Sie, diese Fernsehfilme, die Mittwochsabends laufen. Das sind Filme, die normalerweise, wo nicht in Deutschland, in einem anderen Land, wären das Low-Budget-Kinofilme ganz oft. Ein Film, den wir hier gezeigt haben, Meine Schwestern, ist so entstanden, der dann auch ins Kino kam. Aber das Fernsehen und das Kino haben eine ganz gute Fusion in Deutschland. Und das Tatort machen hat auch Spaß gemacht. Ich mag Krimis. Ich gucke sie und ich habe auch Spaß, sie zu machen. Das ist anders als in Amerika zumindest, wo Fernsehen und Kino eine viel größere Distanz haben. Ja, weil wir ja auch, es gibt ja gar nicht so ein Fernsehen woanders wie unseres, das 90 Minuten abgeschlossene Storys erzählt in der Regel. Also, ja. Aber die meisten Regisseure, die ich kenne, die das mischen, betreiben das Fernsehgeschäft genauso wie das Kinogeschäft einfach so, sie machen jeden Film so gut, wie sie halt können. Was ist das spezifisch Gute bzw. das spezifisch Schlechte, wenn man in Deutschland Filme macht? Das spezifisch Gute ist erstmal, dass wir, was sage ich denn darauf? Also, es ist halt, ich bin halt Deutscher, ich mache halt deutsche Filme, ich weiß auch nicht. Das ist halt natürlich sozusagen der Kulturkreis, aus dem ich komme und die Geschichten, die ich erzählen will. Und wir haben tatsächlich genug Freiraum, um sie zu erzählen. Wir sind ja auch ein bisschen protektioniert von dieser Globalisierung gewesen, weil wir natürlich auch in unserem Kulturkreis, in unserer Sprache unsere Geschichten erzählen wollen. Deshalb mache ich ja auch
Also für mich ist es zumindest so. Weil ich will halt hier diese Filme erzählen. Das nächste, was ich mache, ist eine Fernsehserie über die Gründung des Bauhauses 1919 in Weimar. Sozusagen ein Erbe, auf das wir wahnsinnig stolz sein können, dass wir in die ganze Welt erzählen können. Aber das können halt auch nur wir machen, finde ich. Das besonders Schlechte ist genau dasselbe, nämlich dass unsere Sprache uns natürlich auch zu einem limitierten Markt führt. Unsere Filme können halt nicht so reisen. Sie können, also diese Filme, die ich jetzt mache, die funktionieren im Ausland, der Fritz-Bauer-Film bei 30 Ländern oder so, weil die aggressive und blutrünstige deutsche Geschichte im Ausland natürlich interessant ist. Die Leute interessieren sich für unsere Geschichte. Alle deutschen Filme, die einen Oscar gewonnen haben, hatten die Diktatur zum Thema. Meistens das Dritte Reich und eben das Leben der anderen, die Ostdiktatur. Es ist natürlich auch tatsächlich eben etwas, was die Leute wahnsinnig beschäftigt, verständlicherweise. Aber sie reisen eben nicht so stark wie halt englischsprachige Filme, einfach weil außer uns keiner synchronisierte Filme guckt und die Leute halt, die keine Lust haben, die ganze Zeit diese Texte zu lesen. Deshalb ist es auch wiederum sozusagen, es ist Fluch und Segen gleichermaßen. Wir haben halt unseren eigenen Kulturkreis, darüber können wir erzählen. Wir haben auch eine riesen Filmgeschichte, aber sie ist natürlich limitiert auf ein gewisses Publikum. Diese Bauhaus-Serie, ist die jetzt sozusagen befeuert auch durch den Boom, den Fernsehserien im Moment haben, wo wir als deutsche Produzenten noch ein bisschen hinterherhinken? Oder hast du einfach den Raum gebraucht? 6x45 Minuten? Ja, also befeuert ist sie noch nicht so richtig durch den Boom. Sie ist wahnsinnig schwer zu finanzieren, sollte man gar nicht meinen, dafür, dass es eben mal was ist, worauf wir stolz sein können, die Wiege der Moderne auch mit zu sein. Tun sie sich schwer, die Produzenten, das Geld zusammenzubringen. Aber sie ist so natürlich auch ein bisschen gedacht, 2019 ist das Jubiläum 100 Jahre Bauhaus, natürlich ist sie auch daraufhin konzipiert und sie braucht den Raum, weil es halt eine Riesengeschichte ist. Im Grunde geht das ja dann weiter. Dessau kennt man viel besser, also diese Zeit, wenn die dann eben das ganze Produktdesign erfinden und dann kommt natürlich die Exilzeit, wenn sie alle ins Ausland fliehen und im Grunde in Amerika dann erst berühmt werden. Also man braucht relativ viel Zeit, um das alles zu erzählen. Zumal, wenn man einen erzählerischen Plot hat. Also ist ja kein Dokumentarserie. Nein, es ist ein Spielfilm. Also eine Dramaserie, genau. Wunderbar, vielen Dank bis hierhin. Jetzt sind Sie gefragt und können Ihre Fragen loswerden. Haben Sie eine Frage, dann wäre jetzt die Gelegenheit. Oder auch, wie Ihnen der Film gefallen hat. Das ist natürlich auch immer noch ganz spannend für Lars. Die meisten fragen sich, wann sie nach Hause können. Das glaube ich nicht. Ja, weil da oben eine lustige Aufbruchstimmung ist. Ansonsten würde mich auch mal noch interessieren, dieser Cast. Das ist ja besonders eine Herausforderung gewesen. Ich meine, so viele in diesem Alter zu finden. Kannst du uns ein bisschen mal einen Einblick geben, wie macht man das? Wie stellt man die zusammen? Also die Nessie Nesslauer, die ich schon erwähnt habe, meine Casting-Agentin, die macht das seit 20 Jahren mit mir und die ist bekannt dafür, dass sie viele Leute entdeckt hat. Die hat Franka Potente ihre erste Filmrolle verschafft, August Diehl. Die hatte schon immer Ludwig Trept und so. Die hatte schon immer ein wahnsinniges Auge dafür, wer hat einfach Talent und wer kommt da. Und die Nessie hat diese Leute gefunden. Wir haben lange gecastet, also wir haben viel gecastet. Und und die kamen, also zum Beispiel der Jonas. Auch in der Gruppe oder nur einzeln? Nee, die musst du ja immer in Gruppenkonstellationen so casten. Und dann war es zum Beispiel auch so, dann hatte ich Tom und Leo, also die beiden Hauptdarsteller. Und die waren aber im Drehbuch, waren Kurt und Theo einfach quasi wie eine Figur. Und dann habe ich irgendwie nach dem Casting, habe ich mir überlegt, wie habe ich die empfunden, wie glaube ich, wie die sind und habe die Figuren auf ihre Charakterzüge geschrieben. Also der Theo ist erst so ein Schlitzohr geworden, als ich den Leo kennengelernt habe. Zunächst, damit jemand von uns überhaupt was sagt, der Film hat mich sehr begeistert und sehr, sehr tief berührt. Vielen Dank dafür. Dankeschön. Und ich stelle eine ganz naive Frage. Diese Dreiecksgeschichte zwischen den beiden Jungen und dem Mädel, hat es die im wirklichen Leben gegeben? Oder war das Ihre Idee im Drehbuch? Das war
das war von mir da reingeschrieben, einfach weil das natürlich wieder für ein junges, auch für ein jüngeres Publikum erstmal die einfachste Art von Verrat ist, die die garantiert ab der sechsten Klasse auch alle kennen. Ich gebe erst hier und dann komme ich rüber. Ja, ich möchte mich anschließen. Also ich bin ungefähr die Generation von diesen Abiturienten, etwas jünger. Und es hat mich tief berührt. Es hat mich so sehr an meine Kindheit erinnert, das Dekor und alles, worüber ich ein bisschen erstaunt war. Wir hatten als Kinder die DDR immer so in Erinnerung als Armenhaus. Die Leute sahen gut gekleidet aus. Sie hatten sehr gute Einrichtungen. Und es war ein gewisses Wohlleben oder eine gewisse Wohlhabenheit. Das hat mich ein bisschen überrascht. Das ist es anders, als es uns in der Schule erzählt wurde, als wir Weihnachtspakete für die DDR packten. Trotzdem ganz, ganz wunderbar und sehr berührend. Vielen Dank. Ja, danke schön. Ja, ich sag mal kurz was dazu. Das ist so, also der, wie gesagt, Stalinstadt, wenn man die alten Fotos sieht, ne, ist schon so, das ist einfach komplett auf dem Plattenland gebaut und das war tatsächlich eben, die hatten innenliegende Bäder und Wasser und so. Und der Szenenbildner, der zum Beispiel aufgewachsen ist, sagte, bei denen war es halt so, die sind zweimal im Jahr zum Schneider gegangen, dann haben die halt einen Anzug gekriegt, einen mit einer langen, einen mit einer kurzen Hose. Ja, und das war halt dann, deshalb sitzen die alle im Schlips und im Anzug. Es ist natürlich schon auch ein bisschen in die Richtung gestaltet, was ich vorhin gesagt habe, dass es eben nicht von vornherein die Rauchschwaden da über Stalinstadt hängen und alles in Sack und Asche rumläuft und so und die Traurigkeit quasi da, die es bestimmt da auch gab. Es gab ja auch nicht nur Leute, die in Stalinstadt leben wollten. Aber wir haben uns natürlich dafür entschieden, den Film so anfangen zu lassen, dass man denkt, okay, erstmal im Prinzip fehlt es denen an nichts. Und es war natürlich tatsächlich auch, wie gesagt, eine relativ fortschrittliche Stadt. Was zum Beispiel überhaupt nicht stimmt, ist, es gab natürlich nicht einen einzigen Baum, weil die halt alle, es war ja frisch gebaut, aber ich konnte denen ja nicht die Bäume abhacken da in Stalinstadt. Ja, also ich fand den Film auch sehr gut und also vielleicht, ich habe so ein bisschen zwei Fragen. Also das eine ist ja, die westlichen Medien waren ja in den 50er Jahren jetzt auch nicht frei von Propaganda. Also wie sind Sie damit umgegangen? Und das Zweite betrifft irgendwie so ein bisschen den Plot, wo mir im Film jetzt, also vielleicht ist mir auch was entgangen, etwas aufgefallen ist. Also der Theo, wenn sein Vater 3 Jahre vorher in dem DDR-Aufstand beteiligt war, also wieso hat er davon nichts mitbekommen vor 3 Jahren? Also ich meine, so jung ist er ja nicht. Ja, genau. Also erstmal zu dem... zu der Propaganda, also genau, wir haben das natürlich, also die, klar, der RIAS ist ein Propagandasender, der aus Berlin, aus West-Berlin vor allem natürlich in den Osten funkt. Das sind alles etwas komprimierte, aber einfach zu recherchierende Texte halt aus dieser Zeit. Bisschen aufwendiger war sozusagen dann die Darstellung, also auch nicht besonders aufwendig, aber halt dann haben wir natürlich auch geguckt, wie wurde im Osten denn über den Ungarn-Aufstand berichtet. Und auch diese Berichte fand ich eben interessant und das nochmal zu der ausreichenden, differenzierten Darstellung, dass man so eine Szene, wie wenn der Stadtratsvorsitzende die Frau zwingt, diese Lynch-Artikel da vorzulesen, dass man tatsächlich auch natürlich über solche Figuren versteht, warum halten sie an der Idee der Sowjetunion fest, an Warschauer Pakt, warum war das ein Problem, dass die so schnell ausgetreten sind, die Ungarn, warum war diese Lynchjustiz natürlich tatsächlich auch ein Problem, das Chaos in Ungarn auf der Straße, die Angst vor dem Zerfall des ganzen Ostblocks und so weiter. Und das war relativ wichtig, dass diese Ost- und Westpropaganda gleichermaßen irgendwie vorkommt im Film. Der Arbeiteraufstand ist ja ein relativ spontaner Moment, der da eben in Berlin 53 entsteht. Und es ist vor allem eher die Frage, wieso dieser Mann, also weil das ging ja aus von Arbeitern an der Karl-Marx-Allee, die quasi einfach keine Löhne mehr bekommen hatten und die dann von den Gerüsten stiegen und losmarschierten.
so ging der Arbeiteraufstand los. Und jetzt ist ein bisschen die Frage, wieso dieser Stahlkocher, also der muss vorher sozusagen Dachdecker gewesen oder irgendwie beim Bau gearbeitet haben und dann Stahlkocher geworden sein. Das haut nicht so richtig hin, dass du als, weil das natürlich eigentlich ein eigener Beruf ist. Aber dass der Sohn nicht unbedingt was mitbekommen hat, das halte ich für einigermaßen realistisch, weil eben auch da nicht über alles gesprochen wurde, schon gar nicht in die Familien getragen, so wie die natürlich auch am Ende überhaupt nicht wissen dürfen, die Kinder, dass da eine Republikflucht stattfindet. Also dieses Verschweigen von solchen Kollisionen mit dem System, die sind schon ganz realistisch, glaube ich. Wie gesagt, die Frage ist ein bisschen, wie der als Stahlkocher da beteiligt war, aber der 17. Juni war in der DDR kein Feiertag. Nee. Ja, das ist... Nee. Und viele kennen das Datum nicht. Also Leute, die aus dem Osten in Berlin wissen mit dem Datum nichts anzufangen. Ja. Ich habe auch noch eine Frage. Erstmal auch herzlichen Dank für den wirklich tollen Film. Hat mir sehr gut gefallen. Ich muss sagen, ich musste 3 Wochen lang warten. Ich wollte schon viel früher hin, aber ich wusste, Sie kommen hierher und ich will warten. Aber es war eine harte Nummer. Aber es hat sich gelohnt. Perfekt. Eine Frage. Diese Stelle mit dem, oder der, diese Nuancen mit dem Michael Quistek, ist das real gewesen, dass es diesen gab, der auch homosexuell ist und der den Schülern und Schülerinnen Rias zur Verfügung stellt, sozusagen sich aufzuklären? War das Tatsache in dem Buch auch? Nee, die waren in Wahrheit, haben die Rias gehört in der Kneipe. Mhm. Da wird es natürlich irgendwie einen Wirt gegeben haben, der denen das erlaubt hat, da sich zu treffen und so. Aber diese Erfindung von dem Edgar, der einfach nicht so eine Rolle gespielt hat, also dieser Wirt spielt einfach in dem Buch keine große Rolle. So. Die Erfindung von dem Edgar hat natürlich verschiedene Gründe. Also einmal hilft der natürlich einem modernen Publikum zu übersetzen, was eben halt auch vielleicht erklärt werden muss. Zum anderen ist natürlich auch einfach so eine romantische Vorstellung von so einem Onkel, bei dem kann man irgendwie tanzen, mhm, Wein trinken, der wohnt in so einem windschiefen Hexenhäuschen außerhalb der Gesellschaft, ist ein Anarchist und so. Das ist halt so eine Kinofigur. Also ist so ein Onkel, den man halt gerne hätte mit 17. Deswegen habe ich nachgefragt, ja, ob da das auch realistisch ist. Ja. Ich habe noch eine andere Frage, und zwar bei der Musik hatte ich den Eindruck, und Sie sagten ja auch, Sie hätten die Drehbücher parallel geschrieben, waren das dieselben? Ja, es sind immer dieselben Leute, mit denen ich arbeite, dieselben Komponisten, selber, ja, Kamera, immer, das ist ein festes Team in der Konstellation seit über 10 Jahren. Ja, dann habe ich noch eine Frage, und zwar, Sie haben in der These Trinkszene, wo ja, der Theo mit dem Rektor den Tee trinkt, wird so ein Begriff genannt wie möchtest du gerne einen Tee oder so? Gerne. Da hatte ich so den Eindruck, ist das nicht eigentlich eine Sprachstruktur, wie sie heute stattfindet, und hat sie wirklich 56 dort so stattgefunden, solche Worte zu benutzen? Also das ist bestimmt nicht, bestimmt nicht jedes Wort so lange gecheckt. Ich weiß zum Beispiel, irgendjemand hat gesagt, es gibt wohl auch einen verkehrten Umgang mit dem Begriff des Genossen. Wann man zu wem, wann Genosse, also da habe ich auch irgendwas durcheinander gebracht. Die Stelle weiß ich jetzt nicht, aber es ist auf der anderen Seite auch so, dass man, wenn man zum Beispiel eben Berlin-Ecke Schönhauser guckt, sagen die ganze Zeit, ey Alter. Und dann haben die gesagt, guck mal, weil ich habe den jungen Schauspieler natürlich die ganzen Filme gezeigt, und gesagt, guck mal, wir können ey Alter sagen. Sag ich, nee, könnt ihr nicht, weil wir müssen dann drunter schreiben, dass das bei Berlin-Ecke Schönhauser auch schon benutzt wurde. Die Leute denken ja, das ist von heute. Ja. Ich habe noch mal eine ganz andere Frage in eine andere Richtung, nämlich wie konnten Sie sich denn der staatlichen Seite nähern? Also das finde ich ganz interessant. Konnten Sie irgendwie Akten von den Untersuchungen irgendwie angucken oder... Ja, also dass es eine Bagatelle ist, wie vorhin gesagt wurde, so eine Schweigeminute von Jugendlichen finde ich gar keine Bagatelle. Für einen autoritären Staat ist es vielleicht doch durchaus ernst zu nehmen. Ja, ich meinte nicht eine Bagatelle, die Geschichte ist natürlich nicht eine Bagatelle, sondern, also anders gesagt, es ist ein bisschen, ich habe gesagt, aus einer Mücke wird ein Elefant gemacht. Hätten die einfach nichts gemacht, ich meine, die waren kurz vorm Abitur, das Nächste, was mit diesen Schülern passiert wäre gewesen, der Ungarnaufstand wäre irgendwie vorbeigegangen,
und die hätten lernen müssen für ihr Abi, die hätten sie wahrscheinlich, es wäre einfach gar nichts passiert und schon gar nicht in Storkow und schon gar nicht in dieser Schule an dem See, wo die da gesessen haben. Außer natürlich, dass für sie, dass sie halt ergriffen waren von diesem Ungarn-Aufstand. Die explosive Stimmung entsteht ja erst dadurch, dass der Minister ein Ultimatum setzt, dem er dann ja auch folgen muss. Was macht man denn, wenn das Ultimatum ausläuft? Das ist natürlich, das ist ja nur sozusagen, das ist ja der Umstand, der die Sache überhaupt erst zu einem Problem werden lässt. Für den Staat auch vor allem. Und die Quellen waren für mich nicht kompliziert zu recherchieren, weil der Dietrich das alles gemacht hatte. Nachdem der sich dann eben halt irgendwann überlegt hat, okay, ich will diese Geschichte in einem Buch aufschreiben, ist er eben hingefahren, hat sich die Stasi-Unterlagen angeschaut, hat dann zum Beispiel festgestellt, die haben Zeit ihres Lebens alle gedacht, der Direktor hätte sie verpfiffen an die Kreisschulrätin. Dass der eben so moderat war, das haben sie erst später durch die Einsicht der Stasi-Akten erkannt. Und der lebte zu der Zeit auch noch und dann gab es eine Lesung in Storkow, bei der es wohl auch hoch herging zwischen den verschiedenen Zeitungen und es gab sozusagen auch eine späte Rehabilitierung durch eben diese Akten. Also ich musste das alles nicht machen, weil der Dietrich das alles schon gemacht hatte. Ich habe auch noch eine Frage, die mir gekommen ist gerade. Diese Figur Puskás, ja, der ja der Held sozusagen der ungarischen Nationalmannschaft war bis 1954 Endspiel in Bern, wo sozusagen er in Ungnade fiel und gegen Deutschland verlor. War der 1956 tatsächlich schon wieder so weit rehabilitiert, dass er sozusagen als Held getaugt hat? Ich habe gedacht, das hat viel länger gedauert, bis sie dann auch das Stadion Puskás-Stadion genannt haben und so weiter. Also auch das ist eine interessante Frage, die man Dietrich stellen müsste. Für den ist das eine zentrale Figur. Für die war Puskás ein Idol, ja. Und die versuchen auch diese, also das ist alles genauso auch im Buch, die versuchen sich auch damit rauszureden, dann ist es blöderweise halt eine Fehlmeldung, der ist überhaupt nicht tot und so. Das ist alles so genauso gewesen. Aber 54 kommt nicht vor. Also die Weltmeisterschaft 54 wird nicht erwähnt, nein, weil das ja die Schande ist, sozusagen. Nein, die kommt nicht vor. Noch Fragen, Kommentare? Ja, da vorne. Noch eine Detailfrage. Eine Sache, die mich überrascht hat, war die Kehrtwende von Kurts Vater, der ihn am Ende dann doch gehen lässt. Entspricht das den Fakten oder ist das eine Erfindung? Nein, auch das ist eine Biografie, die sozusagen erfunden ist, auch eine Wendung in der Figur, die erfunden ist, genauso wie man ja eigentlich erwartet, dass Ronald Zerfeld, der Stahlkocher, der im Arbeiteraufstand war, dass der am Ende den zurück zum rebellischen Geist findet und es nicht findet, sondern sagt, ist doch Quatsch, ich laufe doch nicht hier weg und so. Diese Wendungen in den Figuren sind natürlich auch einfach etwas, was uns als Zuschauer einfach Spaß macht, dass du immer erst am Ende wirklich einschätzen kannst, wer wie ist und so. Und hier ist diese Familiengeschichte ja, ich werde zum Beispiel ganz oft gefragt, auch was mit meinem Frauenbild schief ist. Aber ich finde das überhaupt, ich muss mich da mal wehren, deshalb sage ich es mal, falls es jemand gedacht hat. die sind natürlich sozusagen noch gemäß dieser Generation, die einfach auch den Faschismus und sozusagen eine ganz krasse Rollenverteilung zwischen Männern und Frauen so kannte, sind die natürlich auch noch so gezeichnet. Die DDR war natürlich unglaublich progressiv und hat eine Gleichberechtigung da von Anfang an als Idee vertreten. Aber diese Frauen sind ja sozusagen sehr, sehr still. Und die Mutter von Kurt vor allem. Aber die ist natürlich am Ende diejenige in der Ellipse, in dem, was nicht erzählt wird, also in der Auslassung zwischen geh weg und komm nicht wieder und dem Moment, wo der Vater ihm dann sozusagen unterschreibt auch noch und ihn deckt und ihn weggehen lässt. Alles, was dazwischen, zwischen dieser Frau und dem Mann passiert ist, muss natürlich so krass sein. Das heißt, sie hat so lange geschwiegen und das, was sie dann sagt, das hören wir nicht, aber das führt dazu, dass das komplette Leben dieser Familie geändert wird und auch der Mann in seiner Grundeinstellung. Deshalb stimmt es nicht, dass die Frauen so schwach sind, wie sie gedacht haben. Warum sehen wir es nicht? Warum sehen wir die Auseinandersetzung nicht zwischen Vater und Mutter? Weil es doch... Das ist so das Tolle am Kino, man kann das auslassen, dann kommt der da rein und sagt irgendwie, ja, war bei der SS. Und man denkt, oh, jetzt so selbstbewusst und so, das ist doch toll. Ist ja immer im Kino das interessant, was man nicht sieht. So. Ja,
habe vielleicht auch noch eine Frage gegen Abschluss. Wir heißen ja auch, was tut sich im deutschen Film? Du hast in diesen 30 Filmen, die du gemacht hast, quer durch alle Genres schon gearbeitet. Jetzt hast du dich so ein bisschen auf den Historienfilm festgelegt und auch die Serie wird ja was Historisches. Was reizt dich daran und gibt es andere im deutschen Film, wo du sagst, ja, die machen das auch ganz cool? Ja, gibt ja ganz viele, die das ganz toll machen. Meinst du, dass historische Filme gut machen? Oder? Ja, also weil es gibt ja in Deutschland ja nicht so viele, die es dann so konsequent auch machen. Naja, doch. Also es gibt in jeder, also es gibt wahnsinnig tolle Filmemacher in Deutschland. Historische Filme auch. Ja, aber was mich daran reizt, ich bin daran hängen geblieben, tatsächlich einfach über Bauer. Jetzt erstmal, ich habe nie überlegt, jetzt mache ich mal einen historischen Film, sondern ich fand diesen Bauer interessant. Dann bin ich darüber an den 50ern hängen geblieben. Ich habe tatsächlich allerdings auch, und dann habe ich ja schon erzählt, dann an der Geschichte am Bauhaus. Jetzt ist es auch, das Bauhaus kommt natürlich über die, das ist im Grunde ja auch eine Rebellionsgeschichte. Das Bauhaus ist die Jugendbewegung gegen das konservative Deutschland, eine Erneuerung, ein neues Weltbild nach dem katastrophalen Ersten Weltkrieg. Das ist im Grunde zum Beispiel was die kommenden Tage mein Science-Fiction-Film auch ist. Da habe ich mich auch mal mit Stefan Zweig und so beschäftigt, also mit eigentlich mit alten Autoren, mit alten Texten und mit immer mit der Frage, wie wird eigentlich eine neue Welt gedacht und so. Und so basiert dann auch die kommenden Tage eigentlich wieder auf alten Texten. Und ich habe tatsächlich mich immer für Geschichte interessiert. Aber ich mache jetzt auch nicht immer nur noch Geschichtsfilme. Das ist ja in Deutschland auch ganz schlimm. Deshalb habe ich ja immer so unterschiedliche Sachen gemacht, weil Deutschland nicht immer das Land Schublade. Ist, in dem jeder in so eine Schublade kommt. Deshalb wollte Florian Lukas zum Beispiel auch ganz lange nicht den Direktor spielen, obwohl wir seit 20 Jahren zusammen Filme machen. Der hat immer gesagt, ich bin der Parade-Ossi. Ich muss immer vom Weißen See bis Goodbye Lenin und überall ist er dabei. Und dann habe ich dem dreimal, bin ich mit dem Buch hinterhergelatscht und habe gesagt, liest es doch mal und so. Das ist wirklich eine tolle Rolle. Und dann hat er es zum Glück gemacht. Ja, wir sind sehr froh, dass du uns den Film hierher gebracht hast. Er läuft noch in der Harmonie. Wenn er Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie ihn weiter. Ganz großen Applaus. Vielen Lars Dank. Kraume hier in Frankfurt. Danke dir. Das schweigende Klassenzimmer. Und natürlich danke an Uli Sonnenschein für das. Ich muss auch noch kurz sagen, ich muss für die paar, die noch da sind, ich wurde nämlich hier exklusiv durch die Stanley Kubrick-Ausstellung geführt und wenn Sie die noch nicht gesehen haben, weil Sie nicht können, weil die erst gestern eröffnet worden ist, müssen Sie sich die unbedingt angucken. 2001 Exklusivausstellung, ist richtig gut. Okay, und vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank dafür und ich mache auch noch ein bisschen Werbung. Wie geht es mit dieser Reihe weiter? Jeden Monat haben wir ja einen Film, den wir besonders hervorheben. Am 4. April wird Marie Wilke hierher kommen mit dem Film Aggregat, der auch auf der Berlinale gerade vorgestellt wurde. Und das ist ein Deutschlandporträt, wie Sie es wahrscheinlich noch nicht gesehen haben, denn sie verfolgt dokumentarisch vom Bundestag bis in die Redaktionsräume von Bild-Zeitung und dergleichen, wie die alle reagieren auf die aktuellen Tendenzen. Lohnt sich sehr, ein spannender Einblick. Kommen Sie gut nach Hause. Bis bald. Tschüss.